Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu München tut gut. Haben Sie vielleicht auch in irgendeiner Schublade oder im Kleiderschrank noch so ein bedrucktes T-Shirt rumliegen? Die kriegt man ja gerne mal bei Firmenläufen, Spendenläufen oder anderen Veranstaltungen. Und man würde sie vielleicht sogar auch noch öfter anziehen, wären sie denn eben nicht bedruckt. Und genau dieses Problem möchte ein Start-up aus München lösen. Und sie haben dafür eine bislang einzigartige Farbe entwickelt, die sich wieder rauswaschen lässt. Und damit wollen sie tausenden Kleidungsstücken wieder ein neues Leben schenken oder sie eben vor der Tonne bewahren. Ein Ziel, das auch Vera und Jennifer verfolgen, nur nicht mit Laufshirts, sondern mit Umstandsmode, denn die trägt man ja auch nicht so lange. Zunächst treffe ich mich aber mit Emmy Schumacher. Ihre Mission ist es, bedruckten T-Shirts ein längeres Leben zu schenken. Waschmaschine anstatt Altkleidersammlung heißt ihre Lösung. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Anna Hatzelek hat sie dafür eine Farbe entwickelt, die nach einem Waschgang wieder verschwindet. Wie seid ihr selber denn auf die Idee gekommen? Weil eigentlich möchte man ja meinen, wenn man so drüber nachdenkt, oh, das muss es doch schon längst geben. Genau so ist es. Da geht es auch nicht nur dir so, sondern das hören wir öfter. So, wie, das gibt es noch nicht. Und so, ja, stimmt wirklich. Ist weltweit neu, darauf sind wir auch ganz stolz. Meine Partnerin Anna hat für ihre Masterarbeit im Designstudium in Textilsortieranlagen in Deutschland recherchiert. In einem bisschen anderen Kontext. Und dabei ist ihr eben aber aufgefallen, dass ein ganz großer Anteil an diesen zigtausend Tonnen, die da sortiert werden täglich, teils maschinell, teils händisch. Also Sortieranlagen von alten, aussortierten Kleidern? Genau, richtig. Alles, was wir in die Kleidertonne tun, wieder zurückgeben in den Kreislauf, wird da eben gesammelt. Und das sind Berge. Also das sind wirklich riesige Mengen. Und was ihr aufgefallen ist, ist, dass eben relativ viel davon Textilien sind, die bedruckt sind. Und dass beim genaueren Hinsehen, dass genau auch die Textilien sind, die noch ganz neu aussehen. Also da hat sich dann einfach so die Frage aufgedrängt, warum sind genau die bedruckten Textilien die, die ganz neu in den Müll wandern? Und dem ist sie dann weiterhin gefolgt. Das sind nämlich auch genau die Textilien, die sich schlecht recyceln lassen, die man zum Beispiel nicht wieder in die Fasern aufspitten kann, um die neu zu verweben oder so, sondern durch diesen Druck sind die eigentlich quasi an ihr Ende befördert. Das und heißt, das fast dann ungetragen. Werden die verbrannt oder was bedeutet das? Die werden das? Verbrannt zum größten Teil. Die werden, wenn es gut für sie läuft, vielleicht noch zu Lappen geschreddert und dann zu Putzlappen zusammengepresst. Genau. Aber zum größten Teil ist es eben wirklich eine Produktgruppe, die überhaupt keinen Zweck mehr hat. Die Stichproben der beiden Frauen ergaben, 10% in Altkleidersortieranlagen machen bedruckte Textilien aus. Es sind also die geretteten T-Shirts, mit denen die beiden Gründerinnen einen Unterschied machen. Denn ein Kleidungsstück nach einmaliger Benutzung in die Tonne zu schmeißen, ist eine riesige Verschwendung von Ressourcen. Alleine die Produktion eines T-Shirts aus 100% Baumwolle verursacht eine CO2-Emission von 7,4 Kilogramm. 18% davon entstehen beim Anbau. Die Herstellung verbraucht 42%. Transporte 4,5. Der Vertrieb 12%. Werbung und Kataloge 20,5 und die Verpackung nochmal 3%. Zudem verbraucht die Produktion eines solchen T-Shirts 2700 Liter Wasser. Kann ein einzelner Waschgang einem bedruckten T-Shirt ein längeres Leben schenken? Das will ich testen und suche mir mit Emmy einen Waschsalon. Momentan sind es eher Firmen, für die das Gründerteam produziert. Aktuell bedrucken wir mit der Siebdrucktechnik und die richtet sich eigentlich schon an größere Mengen. Also ab 50 oder 100 Stück macht das richtig Sinn. Weil das Siebe, Belichten, Aufsetzen ist eine händische Arbeit, die ist relativ teuer. Deswegen, das lohnt sich nicht für ein einzelnes Shirt. Was wir aber gerade neu machen und jetzt im Mai rausbringen, ist ein Shirt für Junggesellinnenabschiede und Junggesellen. Da haben wir eben Designs vorbereitet. Die können an diesem Tag getragen werden, mit Bier bekleckert werden und reingeschwitzt. Und dann kommt das Ganze eben in die Maschine. Dann muss man es waschen und das probieren wir jetzt. Also wir haben unterschiedliche Farben auf den T-Shirts. Und genau. Wir haben hier eine weiße, eine grüne, eine blaue. Die T-Shirts sind alle Baumwoll-T-Shirts. Genau, tut aber gar nichts zur Sache. Wir drucken auf alle Textilien. Mhm. Kommt einfach so rein. Kommt einfach so rein, ist eine ganz normale Wäsche. Das Ganze
darf gerne ins Grundwasser, da passiert überhaupt nichts. Es ist nicht nur eine ökologische Farbe, sondern es ist auch eigentlich die einzige Siebdruckfarbe, die auf rein pflanzlicher Basis ist. Der ganze Rest an Siebdruckfarben für den Textildruck ist auf Erdölbasis. Ein kurzer Waschgang bei 40 Grad soll ausreichen, um die Farbe verschwinden zu lassen. Na, mal sehen. Das Wissen über Farben haben die beiden Gründerinnen aus ihrem Modedesign-Studium. Unterstützt werden sie von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und ganz aktuell noch von der EU mit dem Programm Convert to Green. Nach einer kurzen Pause stellen wir Ihnen zwei weitere Münchnerinnen vor, die ebenfalls für mehr Nachhaltigkeit in unseren Kleiderschränken sorgen wollen. Und wir zeigen Ihnen natürlich auch, ob das mit dem T-Shirt-Waschgang funktioniert hat. Willkommen zurück zu München tut gut. Ich bin mittlerweile bei Vera Hulbert angekommen. Mit der Schwangerschaft ihrer Schwester kommt zum ersten Mal der Wunsch auf, neue Kleidungsstücke einfach zu leihen, anstatt zu kaufen. Schließlich kann man es mit wachsendem Bauch eh bald nicht mehr anziehen und die guten Stücke verschwinden irgendwo im Schrank. Mittlerweile ist Vera selber schwanger und sie hat gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Jennifer Becker ihre Idee in die Tat umgesetzt. Neben ihren eigentlichen Jobs betreiben die beiden Gründerinnen jetzt einen kleinen Online-Store für einen nachhaltigeren und flexibleren Kleiderschrank. In Österreich hat Vera lange bei einer Luxusmarke als Marketingleiterin gearbeitet, wo ein Vortrag sie wachrüttelt. Ich habe da einfach Bilder gesehen und Dinge erfahren. Man merkt mir jetzt schon an, wo ich wirklich aufgestanden bin und gesagt habe, das kann nicht sein, dass einfach auf Kosten von so vielen Menschen und von der Umwelt Güter hergestellt werden. Und vor allem Mode, weil ich selber einfach sehr modeinteressiert bin. Und dann habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen, bin rübergegangen nach Boston und habe dort auf der Harvard Extension School einen Kurs zum Thema Nachhaltigkeit belegt. Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Was umfasst Nachhaltigkeit alles? Sind es nur die Menschen, die arbeiten? Ist es die Umwelt? Sind es die Chemikalien? Woran macht sich Nachhaltigkeit fest? Und woran macht ihr denn jetzt an eurem Startup Nachhaltigkeit fest? Also wie könnt ihr das bei euch jetzt umsetzen? Bei uns ist einfach so, je öfter ein Kleidungsstück getragen wird, desto nachhaltiger ist es. Wir wissen ja, in Deutschland zum Beispiel liegen 1,4 Milliarden Kleidungsstücke in den Kleiderschränken einfach rum. Eigentlich ist es ja total interessant, weil wir das Leihen bei so vielen anderen Sachen ja jetzt schon gewöhnt sind. Also ich meine Autoleihen oder was gibt es denn noch? Also wir tatsächlich gibt es ja die Häuser, ja tatsächlich Wohnungen, genau, ja. Wohnungen ausleihen, das tun wir alles. Aber in unserem Schrank, das sieht irgendwie noch anders aus. Ja, also ja. Warum glaubst du, ist das so? Hat man noch so ein bisschen Berührungsängste, dass das irgendwie unhygienisch sein könnte? Oder? Im Gespräch mit ganz vielen Frauen haben wir einfach festgestellt, wenn man ein Kleidungsstück für längeren Zeitraum haben kann, sprich, ich bin nicht schwanger, dann tendieren viele einfach dazu, es ist unkomplizierter, ich habe es schon im Schrank, ich weiß, was ich habe, ich kaufe das einmal ein und es ist weniger kompliziert, als ich suche es mir aus, ich miete es, ich muss es zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurückschicken. Und genau in der Schwangerschaftsschiene haben wir den Vorteil, ich brauche es halt wirklich nur für den Zeitraum und habe danach eine Kleiderschrankleiche liegen. Was kostet es denn? Also wenn man sich bei euch jetzt was ausleiht, wie lange kann man die Sachen dann haben? Genau, was kostet so ungefähr? Also, dass man nochmal so eine Vorstellung hat. Das ist relativ leicht beantwortet, weil es kostet zwischen 10% und 30% vom Kaufpreis. Und das kommt schlicht und einfach darauf an, wie lange man es mietet. Wir haben zum Beispiel Kleider, wenn man auf eine Hochzeit geht, auf eine Taufe geht oder sich einfach mal schick machen will. Die kann man nur für 2 Wochen mieten. Ich kann aber auch für 4 Monate mieten oder länger und alle Zeiträume dazwischen. Wie sieht es dann aus, wenn man das wieder zurückgibt? Also muss ich daheim waschen? Wascht ihr das? Nein, bitte nicht. Ja, ja. Genau. Oder was ist, wenn mal was passiert? Ja? Ja. Kennt man ja auch. Man geht irgendwie essen und dann schwupps ist irgendwie ein Rotweinglas oder irgendwas umgekippt. Also das ist auch wieder ganz einfach. Ganz normale Alltagsflecken oder kleinere Risse, das ist alles, sage ich mal, unser Berufsrisiko. Das ist überhaupt kein Thema. Also man schickt die Dinge bitte auch ungewaschen zurück, um einfach der Umwelt einen Waschgang zu ersparen, weil sie bei uns sowieso noch einmal gereinigt werden. Jenny war an unserem Drehtag leider nicht in München. Ich habe aber die Möglichkeit, sie über eine kleine Videokonferenz kennenzulernen. In unserem Gespräch wird klar, neben der Funktionalität liegt den beiden auch die Qualität besonders am Herzen.
Ich glaube, es ist jetzt auch inzwischen in aller Munde, dass das ganze Thema Fast Fashion echt ein totaler Klimakiller ist. Und was wir einfach versuchen, ist gerade in dieser Phase, wo man ja wirklich Kleidung für einen ganz, ganz limitierten Zeitraum braucht, zu sagen, da muss man nicht extra irgendwie was kaufen und danach wieder wegschmeißen oder versuchen zu verkaufen und dann wird es irgendwie wiederum nichts, sondern wir bieten quasi eine Alternative dazu an, sodass wir die Sachen einfach viel, viel länger im Zyklus und im System halten können. Und dazu brauchen wir natürlich dann aber auch wieder hochqualitative Ware, weil wenn das jetzt totale, ich nenne es jetzt mal Billo-Ware wäre, dann wird das einfach ehrlicherweise gar nicht vom Stoff, vom Material irgendwie funktionieren, wenn wir das irgendwie so langlebig halten wollen. Deshalb auch da wieder gute Stoffe, gute Produzenten, sodass wir das Ganze irgendwie lange im System halten können. Nachhaltig ist aber nicht nur die Kleidung, sondern auch der Versand. Und es sind wiederverwendbare Boxen aus recycelten, das nennt sich neudeutsch Ocean PET, also quasi Plastik, das aus dem Meer gefischt wurde. Ah. Ist ein Münchner Startup und diese Boxen haben den großen Vorteil, die Kundin kriegt es, macht es auf, behält die dann zu Hause. Diese Boxen hier kann man zu 100% wieder aufbereiten in diese gleichen Boxen. Mhm. Die werden, also Ocean Package, die Firma, die das produziert, die sagen 20 Mal, unsere Kundinnen sind ja sehr achtsame Mütter, also wir können es wirklich öfter verschicken und das freut uns natürlich und macht für die Umwelt auch einfach total Sinn. In meinem Kopf ist das quasi so eine kleine Gemeinschaft, die sich einfach die Kleidung untereinander rotiert und sich da unter die Arme greift und sich einfach nichts mehr kaufen muss. Sinn für die Umwelt macht es auch, ein T-Shirt trotz Werbeaufdruck wiederverwenden zu können, indem, dass man die Farbe einfach rauswäscht. Ich bin zurück im Waschsalon bei Emmy Schumacher. Unsere Maschine ist fertig und ich gespannt auf das Ergebnis. Okay, also jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Hier sehen wir noch was, das ist aber euer Logo. Logo. Oh, tatsächlich? Ist nichts mehr. Eins ist schon mal, wir testen alle. Eins. Zwei ist auch nichts mehr. Sieht man ja gar nichts mehr. Genau, also was da innen drin ist, ist natürlich das Branding von dem Hersteller. Ja, ja. Das ist nicht unseres. Und jetzt ist es die Junggesellin. Ach so, das gab es da auch. Da sieht man jetzt gar nichts mehr. Auch nichts mehr. Nee. Das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Die können jetzt getrocknet werden und so wie sie sind, einfach wieder angezogen. Praktisch. Dann. Ja, so ist es. An dieser Stelle würde ich sagen, wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch einen schönen Abend. Ganz viel Spaß weiterhin mit unserem Programm auf München TV. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind bei München tut gut.